Erste Doppel-Dschungelprüfung. Gisele schreit, Chris ackert. Kriegen die Busch-Insassen endlich was zu futtern? Seit Freitag bewohnen wieder 12 wagemutige Promis das Dschungelcamp. Eine, die sich bereits zweimal in einer Galle beweisen musste, ist Gisele Beermann. Auch heute wählten die Zuschauer die ehemalige GNTM-Heulsuse zur Dschungelprüfung, allerdings bekam sie dieses Mal Unterstützung von Mitkamper Chris Töpperwien, 44. Der Currywurst-King ging in der Klinik unter Palmen an seine Grenzen, während das Model nur brüllte. Zusammen musste das Duo in 8 Minuten durch ein abgewracktes Krankenhaus auf Sternsuche gehen. In den verschiedenen Räumen erwarteten die beiden allerlei Krabbeltiere, Fleischabfälle und Reptilien. Für Gisele war das zu viel, sie kreischte in einer Tour durch. Du machst mich verrückt, wenn du so schreist, teilte der 44-Jährige seiner Mitstreiterin eher belustigt mit. Nicht einmal die Tipps der Moderatoren Sonja Ziedlow, 50, und Daniel Hartwig, 40, konnte der Currywurstmann verstehen, die schreit so, ich höre nichts hier. Gisele, bitte. Hör auf. Am Ende schafften es Chris und seine Teamkollegin rechtzeitig in der vorgegebenen Zeit aus der Höllenklinik heraus. Zusammen ergatterte das Zweiergespann 8 Sterne und sorgte damit für strahlende Gesichter im Camp. Hättet ihr gedacht, dass Gisele und Chris das so gut meistern? Stimmt ab.